Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück in der Terranischen Union. Willkommen bei der 16. Sondersitzung. Es heißt wieder abstimmen. Ihr habt debattiert und nun müsst ihr entscheiden. Den Link zur Abstimmung findet ihr in der Videobeschreibung wie gewohnt. Und im Folgenden gibt es die Erklärung zu den Fragen. Und das ist durchaus teilweise recht komplex. Deswegen folgt hier vielleicht dem Video nochmal, wenn ihr genau wissen wollt, was da im Einzelnen gemeint ist. Die erste Frage, und das ist somit die entscheidende Richtungsentscheidung für die nächsten Jahre, Krieg oder Frieden? Ganz einfach. Es gibt die Fraktion derjenigen, die sagen, wir wollen und sollen die geplanten Kriege führen gegen die UdSSR und gegen die Jurinen. Wenn ihr der Meinung seid, stimmt für Krieg. Wenn nicht, und das ist die andere Fraktion, die sagt, es ist Zeit für Frieden, das hat sich doch alles hier beruhigt und stabilisiert, auch mit der Kriminalität kommen wir klar, dann stimmt für Frieden. So, jetzt wird es aber komplizierter. Jetzt geht es nämlich um die Frage, falls Krieg geführt werden soll, gegen wen? UdSSR, Ideologiekrieg, ist klar. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel drüber zu diskutieren. Jurin. Und da ist es ein bisschen komplizierter, denn da ist das Problem mit diesen kriminellen Zweigstellen und dieser Mafia-Unternehmenskultur und so weiter. Folgende Ausgangslage bisher. Folgender Wissensstand war bisher. Also es gibt zwei Kriegsgrundmöglichkeiten. Der erste ist Zweigstellen schließen. Das würde die Folge haben, dass sie alle diese kriminellen Zweigstellen erstmal schließen. Es sind 8 an der Zahl. Ich habe durchgezählt bei 20 Planeten. Das würde vermutlich eine gewisse Zeit dann halten. Vielleicht der Waffenstillstand durch. Und dann würden sie beginnen, wieder die Zweigstellen zu öffnen. Insofern ist das nicht ganz nachhaltig. Okay. Der zweite Kriegsgrund wäre Ideologie aufzwingen. Das Problem ist jetzt folgendes, und das war bisher der Wissensstand. Das Problem ist, dass die Jurinen das Staatselement kriminelles Erbe haben. Mit diesem Staatselement kann man bei meinem Patchstand hier diese nicht in unsere Föderation holen. Und damit sind sie, so dachten wir bisher, weiterhin in der Lage, diese Zweigstellen zu unterhalten. Aber ein Zuschauer hat das mal ausgetestet und ist auf folgendes Ergebnis gekommen. Die Jurinen würden, wenn wir einen Ideologiekrieg führen, nicht nur unsere Ethiken annehmen, sondern sie würden auch unsere Autorität annehmen. Und zwar, sie wechseln dann von Unternehmen zu Oligarchie. Das wiederum hat zur Folge, dass sie keine Zweigstellen mehr eröffnen können, weil sie kein Unternehmen mehr sind. Sie würden zwar immer noch nicht in unsere Föderation kommen, weil sie kriminelles Erbe bleiben, aber sie können keine Zweigstellen mehr eröffnen, weil sie nicht mehr Unternehmen sind. Ich wiederhole mich. Das heißt tatsächlich, der Kriegsgrund Ideologie aufzwingen gegen die Jurin würde, wenn das so stimmt, und das kann ich natürlich jetzt noch nicht genau sagen, das ist quasi ein Test, wenn das reproduzierbar ist, dann könnte man also das langfristig verhindern. Das müsst ihr jetzt einbeziehen in eure Entscheidung. Erstmal Krieg oder Frieden, ja. Wenn Krieg, Jurin, unter dieser Voraussetzung Ideologie aufzwingen oder UdSSR Ideologie aufzwingen. Das war Frage 2. Ihr seht es ist recht kompliziert. So, dann Frage 3. Was passiert mit dem Naniten-Cluster? Da gab es einen Vorschlag und den will ich durchaus berücksichtigen, dass man sagt, diese ganze Naniten-Geschichte ist so gefährlich hier gewesen. Man sollte diese Planeten gar nicht antasten und dort gar nicht siedeln, sondern man sollte zwar die Gebiete hier für uns okkupieren, aber das Ganze freilassen als gewissermaßen Mahnmal und nicht vielleicht denselben Fehler machen und sich mit diesen Naniten dort einlassen. Ist ja eine Option. Insofern, erste Grundsatzentscheidung, Terraform und besiedeln oder nur die Systeme besetzen. So, wenn wir Terraform und besiedeln, wie machen wir das? Da gibt es den Vorschlag, dass wir die bisherige Baol-Regelung alle 10 Jahre, Gaia-Welt und so weiter, dass wir die hier aufheben, dass wir eine Sonderexpansionszone einrichten und dort dementsprechend das klassisch machen. Also, und dann würde ich es tatsächlich so machen, dass wir unterschiedliche Terraforming-Ziele dort haben, also kontinental, arktisch, was weiß ich, je nach unseren Spezies, dass man das so ein bisschen bunter gestaltet. Vorausgesetzt, eine andere Frage wird entsprechend beantwortet, die noch kommt. So, das ist also das Erste. Wollen wir also diese Baol-Regelung aufheben oder nicht? Dann, die nächste Frage ist, und das finde ich sehr charmant, da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster und finde das einen sehr schönen Vorschlag. Wollen wir diesen Naniten-Cluster nach einer Anschubkolonisierung, zum Beispiel so wie eben beschrieben, dann als Vasallen entlassen, als unseren Vasallen?
Das hätte zwei große Vorteile, will ich mal sagen. Das erste ist, wir würden unsere Reichsausbreitung nicht weiter erhöhen und damit die Effizienz im Bereich Technologie, Tradition, Kampagnenkosten, Anführerunterhalten nicht exorbitant steigern, weil die vielen, vielen, vielen Planeten würden hier das Ganze ziemlich stark steigern. Das wäre der erste Effekt. Der zweite Effekt ist, das Micromanagement für mich persönlich würde sich natürlich drastisch reduzieren bei diesen vielen neuen Planeten. Es hat also verwaltungstechnische Vorteile in mehrerlei Hinsicht. Wenn wir das machen sollten, würde Folgendes passieren. Da würde ein Vasall entstehen, der genau unsere Ethiken hat, unsere Autorität hat. Sie wären also quasi ein Spiegelstaat der Terranischen Union. Sie wären außenpolitisch nicht selbstständig, sondern quasi von uns abhängig. Und sie wären Teil unserer Föderation automatisch. Das wäre das Ergebnis. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine interessante Option. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. So. Nächste spannende und hochumstrittene Frage ist, soll vorerst nur noch die Menschheit sich reproduzieren dürfen? Denn da wurde gesagt, die Menschheit ist ja jetzt schon lange in der Minderheit und das ist auch so. 9% Menschen gibt es nur noch, wobei es natürlich auch wieder Mischmenschen gibt und so weiter. Halbmenschen hat keiner mehr einen Überblick darüber. So, soll die Menschheit wieder die Mehrheit gewinnen? Das ist ein Vorschlag, der gemacht wurde, und zwar so bis 50, also mindestens 50%. Das würde gehen, indem man, ich habe das hier schon mal testweise gemacht gerade, indem man hier diese Geschichte auf erlaubt verändert, Bevölkerungskontrollen, und dann könnte man auf jedem Planeten hier definieren, welche Spezies überhaupt wächst. Das würde faktisch bedeuten, wenn wir uns das vorstellen, dass wir im Prinzip allen anderen Spezies die Reproduktion verbieten. Die dürfen keine Kinder mehr bekommen. Das wird wahrscheinlich in dieser Zeit genetisch gemacht irgendwie. Schon irgendwo ein Zwangssystem. Die Frage ist, soll das eingerichtet werden? Das kann man machen. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber falls wir das machen, werde ich Folgendes tun, dann werde ich die Bürgerrechtsbewegung als egalitäre Gesinnung werde ich unterdrücken als Fraktion, weil das ist nun eine radikal anti-egalitäre Position. Es wurde auch in keiner Weise begründet, warum das eigentlich gut ist. Also am Ende, es wurde gesagt, ja okay, weil die Menschen, der Ursprung der Terranischen Union sind die Menschen, aber das ist ja kein Argument, kein qualitatives Argument. Das qualitative Argument kann eigentlich nur sein, weil die Menschen irgendwie was Besseres sind. Und insofern ist das keine egalitäre Idee mehr. Insofern werden wir das unterdrücken. Jetzt könntet ihr fragen, ja, warum mache ich das nicht auch bei den Pazifisten? Dazu will ich gleich mal was sagen, weil die Pazifisten, weil wir sowieso durch die Spielmechanik da begrenzt sind, was die Kriegsführung betrifft. Und weil die pazifistische Fraktion auch ein bisschen anders tickt hier. Das ist nämlich eine Wohlstandsfraktion. Sie streben nach wirtschaftlichem Wachstum und der Ressourcenakquise. Sie mögen Energiecredits und strategische Ressourcen, bewaffnete Konflikte, die die nationale Entwicklung unterbrechen, lehnen sie ab. Ja, insofern, das kann man durchaus auch so lesen, dass bewaffnete Konflikte, die die nationale Entwicklung nicht unterbrechen, sie nicht ablehnen. Na gut, sie haben hier eine Friedenshaltung. Okay, spricht natürlich dafür, dass es ein bisschen weitergehend ist. Aber ich denke, im Rahmen der Spielmechanik ist das, was wir kriegerisch bisher gemacht haben, vertretbar und auch ein Ideologiekrieg, ein Befreiungskrieg ist nachvollziehbar im Sinne von Stellaris Pazifismus. Deswegen würde ich hier die Fraktion nicht unterdrücken, aber in einem anderen Fall ist das so radikal, dass das eine Änderung unserer Gesellschaftsordnung nach sich ziehen würde und auf jeden Fall für Unruhen sorgen würde. Okay, dann zur Frage, welchen Aufstiegsvorteil wählen wir? Halt, hier ist das. Da gibt es folgende, die vorgeschlagen wurden, und zwar Verteidiger der Galaxie, weil wir ja gerade gewissermaßen diese Rolle ausgefüllt haben, können wir uns vielleicht mit dem Titel schmücken, bringt Schaden an Fraktionen der Endgame-Krise plus 50% und Meinung aller wird um 20% erhöht. Dann wurde vorgeschlagen Beherrscher der Natur, bringt vor allem zwei neue Distrikte pro Planet. Dann wurde vorgeschlagen Führungsstärke, erhöht die Dauer der Erlasse. Und es wurde vorgeschlagen, meisterhafter Erbauer, erhöht die Baugeschwindigkeit bei Megastrukturen und das Baulimit entsprechend. Gut, ansonsten haben wir noch Benennungsfragen. Wie soll Melistamo Prime heißen? Da gibt es diverse Vorschläge. Das ist ja hier unsere Ressortwelt. Und zwar,
Baol Risa, Baol Otium, Baol Fortress Resort, Baol Flosken Paradise, Baol Paradisia, Baol Disney Resort, Baol Elysium, Baol Vigilandum, Baol Vivus. Das sind die Vorschläge. Ihr habt viele Stimmen, die ihr vergeben könnt oder auch nur eine, wie ihr wollt. Wie soll Xiga Prime heißen? Auch da gibt es ein paar Vorschläge. Baol Tempestas, Baol Havanna, Baol Arrakis oder Baol Xiga. Den Sektor werde ich selber benennen. Und am Schluss die Sonntagsfrage, welche Fraktion unterstützt ihr? Soweit hierzu. Ich bin gespannt, wie ihr abstimmen werdet. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.